Als AVM angekündigt hat, Zigbee für Smart Home zu unterstützen, war ich ehrlicherweise begeistert. Denn AVM bietet damit eine Plattform, die ohne eine zentrale Cloud auskommt und damit gleichzeitig die Steuerung ins Heimnetz verlagert. In diesem Video berichte ich über den aktuellen Stand der Zigbee-Integration bei AVM, welche Probleme es aktuell damit gibt und ob sich meine Meinung dazu geändert hat. Los geht's nach dem Intro. Also fangen wir mal ganz von vorne an. Wie ist denn AVM in dieses smarte Business überhaupt eingestiegen? Und da hat sich's AVM leicht gemacht, denn ihre Fritzboxen konnten ja schon mit dem DECT-Telefonstandard relativ stromsparend Geräte anbinden und der erste Versuch war dann, diesen DECT-Funkstandard einfach weiter zu benutzen und damit smarte Geräte anzubinden. Das hat auch einigermaßen funktioniert. Es gibt ja auch von AVM Geräte zu kaufen, die haben aber zwei Nachteile. Erstens ist diese Geräteauswahl im DECT-Standard relativ eingeschränkt und zweitens sind die relativ teuer, wahrscheinlich wegen des fehlenden Wettbewerbs in diesem Marktsegment. Daraufhin hat AVM dann den Smart Gateway veröffentlicht und der hat eben auch Zigbee unterstützt. Der große Vorteil für AVM ist hier gewesen, dass sie die Geräte nicht selbst produzieren müssen, sondern dass es eben einen Markt von Geräten schon gibt und sie eigentlich nur noch den Funkstandard unterstützen müssen. Und dann könnte ja alles rosig werden, denn es gibt hier einfach viele Geräte. IKEA zum Beispiel oder Philips Hue basieren auf diesem Zigbee-Funkstandard. Aber Zigbee ist halt nur der Funkstandard und nicht so ganz wirklich die Sprache, wie die Geräte angesteuert werden. Also ja, auch ist Zigbee definiert das auch, aber trotzdem müssen immer noch individuelle Anpassungen pro Gerät vorgenommen werden, abhängig davon, um welches Gerät es sich eben handelt. Und um jetzt den Gesamtüberblick zu sehen, es lauert ja schon Meta am Horizont und Meta soll dafür sorgen, dass eben die Geräte untereinander alle kompatibel werden. Das heißt, ich muss nicht mehr auf einen Hersteller achten und jeder Hersteller, der dann Meta unterstützt, sollte theoretisch funktionieren. So richtig abgehoben ist Meta noch nicht. Trotzdem finde ich das weiterhin einen vielversprechenden Ansatz. Aber ich habe ja auch AVM für einen vielversprechenden Ansatz gehalten. Also verlasst euch da nicht auf mich. Aber wenn AVM zum Beispiel Meta dann unterstützt, dann könnte man vielleicht sogar die Zigbee-Geräte, die eigentlich nicht Meta-fähig sind, über Meta ansteuern. Welche Vorteile bringt das? Naja, zum Beispiel habt ihr einen Staubsaugerroboter von Roborock, die dann auch Meta unterstützen und schon kann ich das Ganze in ein Gesamtsystem integrieren und kann zum Beispiel mit einem Tastendruck meinen Roboter rufen. Das wäre die Zukunft. Ich kann das heute schon, weil ich benutze Home Assistant, aber das ist ein anderes Thema. Und dieses andere Thema könnt ihr eben euch in der Infokarte anschauen. Das war jetzt erstmal eine Zustandsbeschreibung, was wir hier für ein Problem haben, wie die Lösung von AVM aussieht und jetzt schauen wir uns mal im Detail an, ob sich die Zigbee-Funktion der Fritzbox oder des Smart Gateways lohnen. Und meine Meinung dazu ist, nein, das lohnt sich aktuell nicht. Denn einer der großen Vorteile von Zigbee ist ja, wie ich es gesagt habe, man bekommt günstige Geräte. Und da muss ich vor allem in die Richtung von IKEA schauen. Und die haben diese Drahtfree-Geräte mit Schaltern und Tastern zum Beispiel. Denn die kann ich schon für 10 Euro kriegen. Oder ich glaube, die sind auch deutlich günstiger noch zu haben, aber wenn man mal die Konkurrenz von Philips Hue anschaut, wird es da eben deutlich teurer. Und das kann ganz schön ins Geld gehen und deshalb finde ich eigentlich Zigbee den interessantesten Funkstandard, einfach weil es da die günstigsten Geräte für gibt und es funktioniert halt auch einigermaßen zuverlässig. Jetzt ist es bei AVM so, dass ich eine Kompatibilitätsliste habe und die ist ziemlich mau, denn selbst wenn ein Gerät dort unterstützt wird, wie zum Beispiel diese IKEA-Taster, dann gehen einzelne Funktionen zum Beispiel nicht. Die DIM-Funktion, also das lange Drücken einer Taste, wird gar nicht unterstützt. Es wird einfach von einem Taster, der 4 physische Tasten hat, die jeweils noch Sonderfunktionen durch das lange Drücken haben, werden aber nur 2, nämlich an und aus, unterstützt und sonst gar nichts. Also das ist ja eigentlich einer der Gründe mit dem Smart Home, da ich halt auch so einen Funktaster haben kann und meine Lampe dimmen kann. Und das bringt mir dann halt nichts, wenn ich die Lampe nur an- und ausschalten kann. Das ist dann absolut verschenkt. Das könnte ich natürlich auch am normalen Taster in der Wand und habe eigentlich keine Funktionalität gewonnen, wenn ich jetzt hier so einen Funktaster habe, der auch nur ein- und ausschalten kann. Besonders frech finde ich einen Satz von AVM in den FAQs. Hier schreiben sie, dass es technisch nicht möglich wäre, Updates einzuspielen von den verschiedenen Zigbee-Geräten. Und das ist eine absolute Katastrophe, gerade für die langfristige Nutzung.
Denn wenn ich mal ein Gerät habe, das neue Funktionen bekommt oder Fehlerverbesserungen bekommt, dann kann ich die mit AVM nicht nutzen. Und im Umkehrschluss heißt das, ich bräuchte jetzt für die IKEA-Geräte den Hub von TradFree. Und da stellt sich die Frage, stimmt das überhaupt, dass AVM schreibt? Können die das technisch nicht machen? Die Antwort ist, das stimmt nicht. Die können das machen, es gibt da keine technische Beschränkung. Die machen es halt aktuell einfach nicht. Denn offene Lösungen wie zum Beispiel ZigBee to MQTT oder ZHA in Home Assistant können Over-the-Air-Updates für ZigBee-Geräte durchführen, wenn die Hersteller diese Dateien eben zur Verfügung stellen. Und Überraschung, IKEA ist einer der Hersteller, die das Ganze zur Verfügung stellen. Und für mich, also in meiner Erfahrung mit den ZigBee-Geräten, kann ich euch sagen, es ist nicht selten, dass Updates rauskommen. Einmal, um Fehler zu beheben, aber auch, um teilweise neue Funktionen einzubauen. Das heißt, diesen Vorteil, dass ich mich auf dem Markt umschauen kann und mir irgendein Gerät kaufen kann, den habe ich einfach nicht. Denn am Ende habe ich dann ein Gerät, was ich gar nicht updaten kann und bräuchte jetzt zwingend irgendwie den Hub vom Hersteller, um dieses Update einspielen zu können. Und das ist natürlich Unsinn, denn genau das will ich ja nicht. Ich will ja als Hub die Fritzbox haben und nicht noch ein weiteres Gerät. Also auch das gefällt mir tatsächlich überhaupt nicht. AVM hat sich jetzt leider dazu entschieden, das Problem selbst lösen zu wollen und nicht auf bestehende und funktionierende Lösungen wie ZigBee to MQTT zu setzen. Das heißt, sie müssen jetzt eigentlich viele, viele Entwickler einstellen, die sich jedes ZigBee-Gerät einzeln anschauen und auf Kompatibilität prüfen oder Funktionen nachrüsten.